Willkommen zurück. So, Feuerzeug ist noch fertig, würde ich sagen. Sieht gar nicht gut aus. Wir haben nur noch grün Sparks und keine Leben mehr. Die Zauberin die Pläne schon benutzt, um ihre eigene Rakete zu bauen. Wir müssen sie zerstören. Folge mir. Das Level können wir gar nicht beenden, sehe ich gerade. Da findet unser vierter Gefährte. Hey, sieh mal, was in der Rakete war. Sie müssen versucht haben, es in die Umlaufbahn zu schießen. Grady. Wenn du Hänsel siehst, sag ihm, dass ich zum Abendsee zurückgegangen bin, um die Arbeit an der Rakete des Professors zu beenden. Okay. Und hier sehen wir schon unseren vierten Gefährten. Lieber Spyro, oder wer auch immer du heißt, gib auf, ich habe den Affen. Ich werde ihn nicht wieder hergeben, also lieber die Zauberin. Ja, das ist ein Affe. Müsste jetzt das hier das Bosskampflevel sein, oder? Ja. Oh je. Du musst den Combo-Powerpunkt benutzen, um diese Feuerdrachen zu besiegen. Damit hast du Superflug und Superfeuerkräfte gleichzeitig. Schlag die beiden fliegenden Feuerdrachen. Die Schwänze der Feuerdrachen wachsen nach, wenn man sie allein lässt. Oh Gott, er hat wieder gerne die Jörg-Zimmer genommen. Oh, die Blonde haben wir doch unterbezogen. Ich glaube, das reicht sogar, wenn ich mir die Jörg-Zimmer kann.
der Blaue ist wieder vollständig. Ja, jetzt guckt mal, Leute. Nein, nein, nein. Hoffen, verdammt. Voll verkackt jetzt. Hat er mich getroffen? Oh, ich fasse es nicht. Ich bin Game Over. Komm, Spiel. Ja, wir behalten einfach alles, was wir haben und wir starten einfach nur von der Welt. Ich finde, dass es eigentlich total bescheuert ist, dass dieses überhaupt Game Over gehen kann. Warte nur auf den Level rauszuschmissen. Am Nachten nach ist das gleiche totale Bullshit mit den Game Over Screen, aber egal. Vorher man einfach alles behält, was man hatte. Und einfach nur zurückgesetzt wird auf die Startebene. Ah! Oh, jetzt die Raketen hier. Die noch nicht so gut, oder? Oh, die Raketen hier unten. Nochmal das Ganze. Nur gebraucht was den Blauen, jetzt den Blauen so geschwächt habe schon. Ja, aber man lernt es einfach nur essen, weil Tür sich immer regenerieren dürfen. Oh, Leben!
Sehr gut. Oh, ich hasse es, dass sie das immer regenerieren müssen. Wenn diese scheiß Regenerieren nicht wäre, es nervt einfach nur. Unnötig. Komm, der ist gleich weg, der. Oh, der Blau ist weg. Ich hab nur noch Kollege Rot. Konzentration Uhr hier, Leute. Wo ist denn jetzt schon wieder hin? Da ist er. Schnappen wir von hier. Oh, wir haben es geschafft. Ich habe es aus der geschmolzenen Lava gefischt. Gut, Ivan, komm her.
Warum zeige ich nichts mehr an? Schnell raus hier aus dem Mülllevel. Sagt der Atlas. Aha, du bist verloren. Ja, gut, Affe. Okay. Stimmt, der Affe fehlt ja noch. Scheinbar, dass der Affe sind. Von Affen zwei Dinger kann auch sein. Gut, wir lassen das jetzt mal, bis wir den Affen haben. Gut, dann können wir ins nächste Level gehen. Oh, Jäger. Hallo. Ich dachte, du wärst vielleicht hungrig. Danke. Hast du Pommes mitgebracht? Tut mir leid, was passiert ist, aber ich hatte versucht, euch zu warnen. Ich musste Spyro helfen, die Eier zu retten. Du verstehst nicht. Wenn wir die Drachen nicht in diese Welt zurückbringen, verlieren wir all unsere Zauberkraft. Die Drachen lebten früher hier? Ja. Dies war ihre alte Heimat. Aber vor langer Zeit verbannte die Zauberin sie und zwang sie, auf der anderen Seite der Welt zu bleiben. Sie wusste nicht, dass die Drachen die Quelle unserer Kraft waren. Vielleicht könnte ich die Drachen überzeugen, zurückzukommen, wenn du mich gehen lässt. Tut mir leid, ich kann nicht. Schön. Ich bin immer noch gefangen. Warum hörst du dich? Gut, was fehlt denn jetzt dafür? Die möchte ich bitte haben. AMC-Welten. Ja, bloß noch ein Level fehlt. Plus das halt, ihr kennt ja halt so dieses komische. Zaubernder Grat. Was war das denn jetzt nochmal für ein Level? Spyro, wir brauchen dringend deine Hilfe. Die bösen Katzenzauberer aus Felinia haben unsere Burg gestürmt und unsere Prinzessin gefangen genommen. Wenn wir sie nicht sofort aufhalten, werden sie sie zwingen, Prinz Azrael zu heiraten. Oder bin ich jetzt gelandet? Der böse Katzenzauberer aus Felinia. Das könnte doch nicht so Bobby-Movie sein. Ja komm, wir können nicht so Katzenzauberer und Azrael heiraten. Azrael, oh Gott, Azrael, ja, gut. Karte von Gabriel. Das war ich weiß gar nicht mehr. Zwei Leben, Junge, die will ich haben. Ich brauche die.
Ich hol mir gleich mal die Leben, die da draußen sind. Spyro, wir... Oh, ernsthaft, ich hab keinen Checkpoint, ich hab bis jetzt... Zwingen Sie die Prinzessin, diesen Verlierer Prinz Asriel zu heiraten. Verlierer Prinz Asriel. Ich würde sagen, wenn wir verheiratet werden, sehen wir dann gleich im nächsten Part. Bis gleich.